Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu den Legungen für die zweite Januarhälfte. Für diejenigen unter euch, die das noch nicht wissen, die vielleicht ganz neu auf meinem Kanal sind, diese Sternzeichenlegungen beginnen alle mit einem allgemeinen Intro. Das heißt, ich erkläre erstmal anhand der Karten, die hier liegen, die ich rausgesucht habe, die astrologischen Ereignisse, die in der zweiten Januarhälfte eine größere Rolle spielen. Wen das nicht interessiert, beziehungsweise wer sich mehrere Sternzeichen anschaut, findet unten in der Infobox einen Hinweis, wann er dieses Intro überspringen kann und wann es dann direkt losgeht mit der Legung zu dem einzelnen Sternzeichen. So, meine Lieben, ich habe hier schon mal ein paar Karten rausgesucht. Es gibt so zwei größere Ereignisse, die in der zweiten Januarhälfte eine Rolle spielen. Das ist zum einen der rückläufige Merkur, der am 14., also jetzt am Freitag, am 14. Januar eben rückläufig wird. Und am 19. Januar der Vollmond im Krebs. Und ich habe heute zum rückläufigen Merkur, der jetzt gerade im Sternzeichen Wassermann steht und da im Sternzeichen Wassermann den Rückwärtsgang einlegt und dann nochmal ganz kurz auch in den Steinbock zurückgeht. Ich habe heute nicht die Karten ich habe heute nicht den Stern und den Teufel rausgelegt, sondern ich habe heute den König der Schwerter und die Königin der Münzen rausgelegt. Der König der Schwerter ist Wassermann-Energie, die Königin der Münzen ist Steinbock-Energie, weil ich das Gefühl habe, dass diese beiden Karten die rückläufige Merkur-Energie ein bisschen besser veranschaulichen heute. Ganz kurz das Allgemeine, was man zu rückläufiger Merkur immer sagen muss. Natürlich bei jeder Rückläufigkeit geht es so ein bisschen darum, in die Innenschau zu gehen. Es geht darum, sich möglicherweise mit vergangenen Prozessen auseinanderzusetzen. Aber rückläufiger Merkur ist auch immer der Hinweis, dass es in sämtlichen Bereichen irgendwie zu Verzögerungen kommen kann. Rückläufiger Merkur neigt dazu, dass man auch mal Missverständnisse hat. Das heißt, wenn du gerade irgendwie in Kommunikation stehst und nicht genau weißt, ob du es richtig verstanden hast, lieber einmal mehr nachfragen, ne? weil eben oft so ein bisschen Missverständnisse entstehen. Man sollte so ein bisschen Acht haben auf den Straßenverkehr, beziehungsweise auch beim Bahnfahren noch mehr Zeit einplanen und so Technikgeschichten spricht der rückläufige Merkur auch immer an. Ne? Also bei mir ist es extrem ausgeprägt. Bei mir gibt es dann Videos ohne Ton oder Videos, die beim Hochladen irgendwo im Nirvana verschwinden und so. Also so technische Störungen gibt es bei rückläufiger Merkur eben auch. So, jetzt möchte ich aber mal auf die Energien eingehen von diesem rückläufigen Merkur. Der rückläufige Merkur steht dieses Mal so unter dem Motto Gedanken in die Tat umsetzen. Deswegen habe ich den König der Schwerter hier rausgelegt, weil ich das Gefühl habe, dass die Dinge, die verändert werden wollen oder die Dinge, die nicht mehr passen, die Prozesse, die da auf jeden Fall in den letzten Wochen stattfinden, vor allem auch durch die rückläufige Venus seit Dezember, dass die immer klarer werden. Ne? Dass wir immer besser, ne? Wassermann-Energie ist so die Sicht aufs Ganze, ist so die Vision bekommen, die Klarheit bekommen. Das ist einfach immer klarer wird, was das Universum einem zeigen will, auf welche Veränderungen es hinweisen möchte oder welche, ne? Situationen können sich viel, viel klarer präsentieren und dass man dann eben auch mit der Königin der Münzen in das Umsetzen kommen muss. Also ich habe das in der Wochenbotschaft von dieser Woche schon gesagt, die Dinge, die einem in den letzten Wochen bewusst geworden sind oder immer bewusster ans Tageslicht kamen, die werden immer klarer, ne? Die werden immer deutlicher, dass hier in irgendeiner Art und Weise Handlungsbedarf besteht. Und wenn Merkur in Sternzeichen Steinbock zurück eintrifft, trifft
Ja, noch ganz kurz auf die rückläufige Venus, die auch im Sternzeichen Steinbock rückläufig ist. Das heißt, es werden mit der rückläufigen Venus werden so Themen wie Wertvorstellungen, Beruf, Geld, Liebe, Geborgenheit, Wertschätzung, ne? Das ist ein ganz, ganz breites Themengebiet, das die rückläufige Venus da anspricht. Kommt natürlich darauf an, in welcher Situation es bei dir irgendwas gibt, wo du handeln musst oder wo du einfach erkennst, dass das nicht mehr deinem Wertesystem entspricht oder dass das für dich nicht mehr stimmig ist. Sagen wir es mal allgemein so. Und der Vollmond im Krebs, hier steht a personal issue reaches solution. Ein persönliches Problem kann geklärt werden. Das heißt, dieser Vollmond, Krebsenergie, wo es auch um innere Kindthemen geht, wo es um die Familie geht, wo es um auch Geborgenheit und Wertschätzung und Liebe und das Zuhause, ne? Meine Wohnsituation oder mein Wohlfühlort. Fühle ich mich in diesem Bereich meines Lebens denn wirklich noch geborgen und wertgeschätzt und wohl und geliebt? Dieser Energienmix spielt so ein bisschen zusammen, zu erkennen, welcher Veränderung hier bedarf. Was hier Vollmondenergie, was hier gehen möchte. Ne? Was hier einfach nicht mehr, ich sage jetzt mal, ja, deiner Wertschätzung entspricht oder nicht mehr gut für dich ist. Und gerade wenn du jetzt sagst, ja, die letzten Wochen waren irgendwie so ein bisschen diffus oder ich habe gemerkt, da kommt einiges hoch, aber ich kann es irgendwie noch nicht zu einem großen Ganzen zusammensetzen, ist genau das die Energie mit diesem Wassermann oder mit diesem rückläufigen Merkur in Wassermann, dieses Puzzle zusammenzusetzen und eben auch dieses komplette Bild zu sehen und eben dann auch bestimmte Dinge, Vollmondenergie, hinter dir zu lassen. Und meine Lieben, so lasse ich das für den Moment hier stehen. Wir schauen jetzt mal, was die Energien so für die einzelnen Sternzeichen sind. Bis gleich. Hallo meine lieben Krebse und herzlich willkommen zu eurer Legung für die zweite Januarhälfte. Ich bin gespannt, was bei euch rauskommt. Der Vollmond findet ja schließlich in eurem Zeichen statt. Das heißt, es wird euer erstes Haus betont, wo es um euch selbst geht und um Dinge loslassen, wo man sich vielleicht auch selber so ein bisschen auf den Füßen steht oder so eigene Anhaftungen, eigene Zweifel oder ja, ich meine, hier steht a personal issue reaches solution, also ein persönliches Problem findet eine Lösung. Bei euch könnte es tatsächlich ein sehr persönliches Problem sein. Das hier in dieser zweiten Monatshälfte hinter euch gelassen werden kann. Meine lieben Krebse, ich möchte in diesen Readings nochmal ganz explizit auf das Thema Resonanz eingehen. Ich habe anhand der Kommentare, die ich in den letzten Wochen von euch gelesen habe, also nicht nur von euch Krebsen, sondern generell, erkannt, dass dieses wie deute ich eine Legung oder wie kann ich erkennen, dass sie für mich bestimmt ist, dass das für manche noch nicht so ganz klar ist. Für dich ist am allerwichtigsten, mein lieber Krebs, dass du das Gefühl hast, wenn du diese Legung schaust, dass das genau deine Fragestellung ist oder genau deine Situation widerspiegelt. Und wenn du direkt merkst, ich weiß nicht, eigentlich bin ich in einer ganz anderen Energie oder das ist überhaupt nicht meine Situation. Bei mir gibt es zum Beispiel gar kein Gegenüber oder sowas. Dann ist die Legung schlicht und ergreifend nicht für dich bestimmt, sondern für einen anderen Krebs. Meine Botschaften sind ja auch manchmal ein bisschen speziell. Das heißt, es sind so ganz spezifische Situationen, die ich hier schildere. Und wenn du dich in dieser Situation nicht wiederfindest oder wenn du einfach viel zu lange nachdenken musst, wie du diese Energie auf deine Situation anwenden könntest, dann mach das Video einfach aus. Denn eine Tarotlegung sollte sich für dich absolut stimmig anfühlen. Die sollte sich anfühlen, als würde ich quasi
zu dir sprechen, als würde ich deine Situation kennen. Und wie gesagt, wenn das nicht der Fall ist, schau dir gerne die Legung zu deinem Aszendenten an oder zu einem anderen Sternzeichen, wenn du dich da angesprochen fühlst. Vielleicht ist da dann die Legung enthalten, die auf deine Situation besser passt. Aber nimm dir bitte wirklich nur mit, was dir auch als, ja, als Unterstützung dient. Ich habe auch vor allem bei euch Wasserzeichen, habe ich oft irgendwie so einen Kommentar gelesen, so, mir geht es eigentlich voll gut, aber jetzt durch diese Legung bekomme ich Angst. Eine Tarotlegung sollte einem niemals Angst machen. Wenn es dir total gut geht und hier kommt eine Legung raus, wo es sich extrem schwierig gestaltet, dann ist es einfach nicht für dich, sondern für einen Krebs, der in irgendeiner Art und Weise in einer extrem schwierigen Situation ist. Also eine Tarotlegung sollte einem niemals Angst machen. Wenn das der Fall ist, dann, wie soll ich sagen, dann würde ich euch raten, euch eher mit der Thematik auseinanderzusetzen, warum macht mir etwas Angst, was ein Mensch sagt, der mich gar nicht kennt? Wie sehr oder wie wenig bin ich bei mir, dass ich eine fremde Energie, eine fremde Meinung so sehr in meine Welt hineinlasse, dass sie mir Angst macht? So. Meine Lieben, wir fangen mal an. Ich möchte als erstes meine Hauptenergie haben für diese zweite Monatshälfte. Dann kläre ich den rückläufigen Merkur ab. Dann kläre ich euren Vollmond ab, beziehungsweise den Vollmond in Krebs. Und dann schauen wir mal, was für eine Botschaft hier rauskommt. So, liebes Universum, was ist die Hauptenergie für meine Krebse für die zweite Januarhälfte? Die fünf Münzen. Okay, interessant. Gibt einfachere Energien, ha einfachere Hauptenergien, sagen wir es mal so. Was ist der Einfluss des rückläufigen Merkurs auf meine Krebse? Der König der Münzen. Der Ritter der Stäbe. Und die fünf Stäbe, interessant. Okay. Und der Einfluss des Vollmondes auf meine Krebse. Der König der Stäbe. Eine Karte noch zum König der Stäbe. Oh, interessant. Ass der Kelche. Bei irgendeinem anderen Sternzeichen hatte ich zum Krebsvollmond auch das Ass der Kelche. An der Unterseite des Decks der König der Kelche. Interessant. Okay. Ich muss sagen, das, was ich gerade gesagt habe zu euch, sehe ich ein bisschen in dieser Legung. Ich sehe möglicherweise, dass euch rund um diesen rückläufigen Merkur ein bisschen bewusst wird, wie sehr ihr konflikthafte Energien, fünf Stäbe von anderen Menschen, den König der Münzen habe ich sofort als eine andere Energie wahrgenommen, auf deinen Zustand. Oder wie sehr du dich beeinflussen lässt von negativen Energien von anderen Menschen. Ich habe das Gefühl, dass der König der Münzen, das kann eine bestimmte Person sein, das kann aber auch einfach, ne, ich sage jetzt mal, dein Umfeld im Allgemeinen oder die Personen, die dir begegnen. Sorry, mein Lieben, es ist ultra früh, die Worte sind noch nicht so da, wie sie da sein sollten. Also. Wie diese Personen dir deine Fröhlichkeit nehmen. Deine Hauptenergie ist in die fünf Münzen. Und diese fünf Münzen, ne, guckt sie euch an, wie sie hier ist. Sie ist irgendwie klein und zusammengekauert. Und ich habe das Gefühl, ne, rückläufiger Merkur, habe ich ja in dem Intro gesagt,
Zeigt einem nochmal wirklich die Themen, möglicherweise auch verdeutlicht auf, die geklärt werden müssen. Und ich habe das Gefühl, bei euch geht es ein bisschen darum, weniger Energieschwamm zu sein, zu erkennen, wie sehr ihr euch von Fremdenergien oder vom Außen, von Problemen von anderen mit runterziehen lassen, ne? Wie der König der Münzen, wer auch immer das ist oder ne, was er auch immer der darstellt, eure Energie verändert. Ne? Erst das, wie ich im Intro sagte, Wassermann-Energie, erst das Erkennen, das klare Erkennen, wie sehr dich das beeinflusst und dann aber in die Umsetzung kommen und zwar hier mit diesem Herz beschützen. Und ich muss sagen, den König der Stäbe nehme ich tatsächlich eher als deine Energie wahr. Dieses, ich lasse das nicht mehr zu. Ich lasse nicht mehr zu, dass jemand mich runterzieht. Ne? Ein bisschen, gerade weil der Krebsvollmond ja euer erstes Haus betont, habe ich das Gefühl, es ist so, lass dir das nicht mehr gefallen. Lass dir das oder lass das nicht mehr zu. Was heißt nicht mehr gefallen? Ne? Manchmal. Ich habe das Gefühl, du hast ja, oder ihr Krebse, ihr habt ja ein sehr weiches, liebevolles Herz. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, ihr saugt zu viele Energien von anderen auf und verliert so sehr stark die positive Energie von euch selbst oder auch die Zuversicht, die Hoffnung. Und ich habe das Gefühl, weil ne, ein persönliches Problem findet eine Lösung. Ich habe das Gefühl, wenn diese Lösung erkannt wurde, ne, durch diesen möglicherweise rückläufigen Merkur, der euch das irgendwie im Außen, in der Kommunikation, in was auch immer, nochmal aufzeigt, dass du erkennen musst, dass du dich ein bisschen mehr schützen musst vor diesen Fremdenergien, beziehungsweise dass du vielleicht auch erkennen musst, wie viel Schwamm du bist, ne? Wie viel Energieschwamm in dir steckt und dass du vielleicht auch erkennst, dass viele Probleme möglicherweise gar nicht da wären, wenn du sie nicht zu deinen machen würdest. So nehme ich es ein bisschen wahr, tatsächlich, zu erkennen, wie sehr du dich entweder von einer bestimmten Person oder generell einfach vom Außen in deiner Energie, ne, in dieser Feuerenergie, ausbremsen lässt oder klein halten lässt oder wie oft du dich irgendwie auch in diese Fünf-Münzen-Energie zurückwerfen lässt. Ich hätte gern noch eine Karte hier zum König der Münzen. Die Königin der Stäbe. Interessant. Also es kann auch eine Person sein, ne, die deine Energie ausbremst, die dich immer wieder runterzieht. Und vielleicht wird dir das bewusst. Vielleicht wird dir bewusst, wer das ist oder was für Menschen das sind, die dich da rausholen und da reinschicken. Und dass es wirklich deine Aufgabe ist, das nicht zuzulassen. Ne? Man ist immer selbst dafür verantwortlich, seine eigene Energie vor, ich sage jetzt mal, Energievampiren zu schützen. Ich meine, hier liegt Power Couple Energie und das Ass der Kelche. Ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Aber ich habe das Gefühl, dass erst dieses persönliche Problem gelöst werden muss. Erst dieses, warum fühle ich mich manchmal so klein oder so verlassen oder, ne? Schaut euch die Karte an. Spür in dich hinein. Mit welchem Gefühl kannst du dich in dieser Karte identifizieren? Und ich glaube, dass es hier zu erkennen gibt, dass ganz viel davon, was dich hierhin bringt, eigentlich fünf Stäbe, gar nicht dein Business ist. Und vielleicht ist da die Lösung des Problems auch der König der Schwerter zu sein, ne? Dich davon zu distanzieren, möglicherweise zu erkennen, dass du dich um dein eigenes Wohlbefinden hier kümmern musst. Und möglicherweise kommt mit dieser Lernaufgabe, die ich tatsächlich auch ein bisschen sehe, nämlich, ja, dann, Entschuldigung,
dein Energiefeld besser zu schützen. Wenn du dieses Problem geklärt hast, dass dich keiner mehr aus deiner Königin der Stäbe-Energie so schnell rausbringt, beziehungsweise, dass du es einfach schneller erkennst. Schneller erkennst, oh, das riecht nach Problemen oder die Probleme von anderen, die lade ich mir manchmal so stark auf und ich glaube, dass das ein typisches Krebsding ist, um ehrlich zu sein, dass ich plötzlich meine eigene Fröhlichkeit verliere, meine positive Energie. Also ich sehe hier dieses schütze deine Energie besser, denn die Königin der Stäbe, die definitiv du bist, hat möglicherweise, wenn sie erkannt hat, ihre eigene Energie besser schützen zu müssen, auch die Chance, jemand in der gleichen Energie anzuziehen. Und ich sage jetzt mal, sich den Menschen zu widmen oder sich den Menschen zu öffnen, die sie pushen oder ne, die Königin der Stäbe, die dich pushen, die dich stärken, die dich unterstützen. Ich hätte gerne noch eine Karte hier zum König der Schwerter, denn der starrt mich hier tatsächlich ein bisschen an. Und beim König der Schwerter habe ich gesagt, es geht ja darum, etwas zu erkennen. Ja, meine Lieben, die drei Schwerter. Ich glaube, wow, Ass der Schwerter drückt sich auch noch durch, meine Lieben. Also bei euch bringt der rückläufige Merkur, glaube ich, Erkenntnisse darüber, wie weit du es zulässt, dass andere Menschen dich negativ beeinflussen, dass sie dir Angst machen, dass sie dich verletzen, dass sie ihre Probleme auf dir abladen. Ja, dass sie dir deine Energie nehmen, dass sie dir deine Zuversicht nehmen, dass sie ich habe irgendwie das Gefühl, hier ist noch irgendeine Botschaft, die ich noch nicht sehe. Warum die fünf Stäbe? Die fünf Stäbe. Was sind das hier für Konflikte? Die Liebenden, ja. Okay. Natürlich kann das hier um eine Partnerschaft gehen, ne? Mit dem König der Münzen. Jemand, der dich immer wieder, ich sage jetzt mal, in den Mangel bringt, in die Bedürftigkeit. Der dich immer wieder verletzt oder der dich immer wieder an eine bestimmte Verletzung erinnert, ne? Gerade hier mit dem Ast der Schwerter. Oder muss nicht ein bestimmter Mensch sein, können auch so Beziehungsdynamiken sein, ne? Wenn du jetzt irgendwie, ich sage jetzt gerade beim Daten bist und einen Idioten nach dem anderen kennenlernst und dich immer weiter runterziehen lässt davon. Aber am meisten muss ich sagen, sehe ich mit den Liebenden die Lernaufgabe, die dir entweder der König der Münzen oder der rückläufige Merkur oder generell dein Umfeld spiegelt. Ich glaube auch, dass du ein bisschen Sicherheit suchst. Möglicherweise hier beim König der Münzen eben bei einer anderen Person. Ich glaube aber, dass die Lernaufgabe ist, ja, gerade hier die Königin der Münzen, die Sicherheit erstmal bei dir zu finden. Und ohne und die Sicherheit erstmal bei dir zu finden. Was sind die fünf Stäbe noch? Was sind das hier für Konflikte? Weil, ne, fünf Münzen, drei Schwerter, fünf Stäbe. Ja, okay. Die sechs Stäbe. Alles klar. Der Eremit an der Unterseite des Decks. Also, es ist tatsächlich, also es bestätigt nur den Impuls, den ich schon hatte. Ich habe das Gefühl, du suchst im Außen oder bei einer bestimmten Person Halt und Sicherheit und Geborgenheit, weil sie dir fehlt, ne? Und solange du das suchst,
bist du immer wieder mit den gleichen Menschen, mit den gleichen Themen, mit den gleichen Gefühlen konfrontiert werden, weil du in dieser suchenden Energie, sage ich mal, weil du diese suchende Energie ausstrahlst. Und ich habe das Gefühl, der Konflikt ist, dass du entweder das Gefühl hast, keinen Erfolg zu haben, keinen Erfolg in der Liebe zu haben, aber auch keine Bestätigung zu erhalten, ne? Dass du nicht gesehen wirst. Die Sache ist die, ich glaube, du wirst nicht gesehen, weil du dich nicht zeigst, weil du möglicherweise ja, entweder im Mangel bist oder in der Bedürftigkeit oder weil du nicht das Bedürfnis hast, weil du das Gefühl hast, verantwortlich zu sein für die Konflikte oder Probleme von anderen oder irgendwie Probleme oder Konflikte zu klären. Das ist aber zumindest laut dieser Legung nicht deine Aufgabe. Deine Aufgabe ist, ein bisschen selbstbewusster zu werden, mein lieber Krebs. Und ich glaube auch, das ist das persönliche, ne, Personal Issue Reaches Solution, das ist das persönliche Problem, dass du in einer zu starken Bedürftigkeitsenergie oder Mangelenergie an bestimmte Themen, in bestimmte Situationen hineingehst und genau das auch gespiegelt bekommst. Also dass die Lösung des Problems ist, ein bisschen selbstbewusster werden, ein bisschen besser auf dich aufzupassen. Ich sag's ganz ehrlich, so wie es ist. Denn die Königin der Stäbe, wenn die das erkannt hat, sehe ich hier auch Ass der Kelche, König der Stäbe, die Chance auf eine ganz andere Dynamik, die dir im Außen gespiegelt wird. Eine viel liebevollere, eine Dynamik, die dich pusht, anstatt auslaugt. Also hier liegt auch so ein bisschen so seine eigenen Verhaltensmuster erkennen oder seine eigenen Herangehensweisen erkennen. Und dass das Außen, indem du irgendwie offensichtlich Sicherheit suchst, dir eine Lernaufgabe spiegeln möchte, weil Sicherheit oder Selbstbewusstsein offensichtlich hier dein Thema ist, mein lieber Krebs. Okay, und so lassen wir das für einen Moment stehen, ne? Der Eremit an der Unterseite des Decks. Es geht hier darum, dass du hier etwas über dich selbst erkennen sollst, dass eine bestimmte Situation, die sich entweder schon ereignet hat oder die sich möglicherweise auch immer wieder bei dir ereignet oder die sich jetzt hier nochmal ereignen könnte, dir zeigen, klar erzeigen soll, Ass der Schwerter, dass du aus irgendeinem Mangel oder aus irgendeinem Bedürftigkeitsgefühl, das du in dir trägst, immer wieder in diese Situationen kommst. Also hier gibt es offensichtlich was zu verstehen. Und diese Erkenntnis, ja, wow, diese Erkenntnis deiner Lernaufgabe, ich liebe es, meine Lieben. Okay, I show you, I show you. Und deine Karte auch noch. Sechs Münzen auch. Ich muss sie euch alle zeigen. Alles klar. Also, diese Erkenntnis über dich selbst und diese Erkenntnis hat etwas mit einer Lernaufgabe zu tun. Der Eremit, der Turm und die drei Münzen. Wenn du verstanden hast, dass das Universum immer, vor allem jetzt hier mit den Liebenden, immer in einem Miteinander funktioniert, dass das Außen dir immer nur, die Menschen, die dir begegnen, immer nur irgendetwas über dich selbst aufzeigen. Wenn du das verstanden und erkannt hast und, na, wie ich in diesem Intro sagte, rückläufiger Merkur, rückläufige Venus, zeigen eben diese Themen, die sich noch angeschaut werden wollen, diese Lernaufgaben, die sich noch angeschaut werden wollen, eben nochmal auf oder verdeutlichen sie. Ich habe das Gefühl, dass du sie erkennen kannst. Ich habe das Gefühl, dass du ganz tiefe Einsichten über dich selbst bekommst, wie du am Ende des Tages auch dahin kommst, wo du gerne hin möchtest. Ich habe das Gefühl, dass du möglicherweise das Gericht auch sehr viel loslassen kannst. Ne? Selbstzweifel, Bedürftigkeit, alte Verletzungen, dieser Mangel, ich suche Sicherheit im Außen, weil ich sie im Innen irgendwie noch nicht so 100% habe.
ein persönliches Problem findet eine Lösung. Ich sehe das hier. Ich sehe, dass du diese Aufgabe bewältigen kannst und das Mitbewältigen dieser Aufgabe eine sehr krasse der Turm Veränderung stattfindet, nämlich dass diese Energie, diese negativen Energien gehen können. In dem Moment, wo diese negativen Energien gehen, mein lieber Krebs, hast du auch die Chance, das im Außen zu finden, ne? Sicherheit, Liebe, Ast der Kelche, was du dir wünschst. Und zwar beständig. Ne? Du, mein lieber Krebs, hier findet dann der Wagen, also der Ritter der Kelche, der Hierophant, der Wagen, und die sechs Münzen auf diesem neuen Weg, den du da einschlägst, in dieser neuen Energie, in der du dich vorwärts bewegst. Der Wagen ist deine Energie oder deine Karte, mein lieber Krebs. Findest du auch diese Sicherheit im Außen, weil dir das gespiegelt wird. Ne? Das, was ich gerade gesagt habe. Das Universum oder das Außen funktioniert immer wie ein Geben und Nehmen. Und wenn ich mit einer Mangel- oder in einer Bedürftigkeitsenergie daran gehe, dann wird mir das im Außen gespiegelt, bis ich, Eremit, das erkenne. Aber ich habe das Gefühl, dass du es erkennst. Und ich habe auch das Gefühl, dass du es loslassen kannst oder zumindest Teile davon, Teile von diesem alten Schmerz, von diesem alten Mangel, was auch immer es ist. Und in dem Moment, in dem es losgelassen werden kann, ziehst du auch, ne, also schlägst du einen anderen Weg ein, einen anderen Weg zu Beständigkeit, zu mehr Vertrauen, zu mehr Sicherheit und auch Menschen, der Ritter der Kelche, nämlich definitiv als eine andere Person war, die dir diese Energie spiegeln. Also, ich muss wirklich sagen, ne, hier liegt der Power Couple Münzenergie und Power Couple Feuerenergie. Du suchst Sicherheit, weil du offensichtlich die Sicherheit in dir noch nicht 100% gefunden hast oder weil es da noch ein Thema gibt, das, ne, das hier noch geklärt werden möchte. In dem Moment, in dem du die Sicherheit in dir findest, wirst du auch ein bisschen selbstbewusster. Hier liegt das Power Couple, das Selbstbewusstsein und Positivität ausstrahlt. Und in dem Moment, in dem du da die Sicherheit in dir gefunden hast, strahlst du diese Energie aus und ziehst diese Energie an. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich hier eine Begegnung sehe mit dem Ritter der Kelche. Vielleicht hat diese Begegnung auch schon stattgefunden. Und es werden so, ja, so letzte Mangelthemen aufgezeigt. Oder vielleicht haben diese Konflikte, die da passieren, auch gar nichts mit dieser Begegnung zu tun, sondern dass du einfach erkennen musst, okay, ich verliere meinen Fokus, ich verliere meine Energie durch irgendwelche Umstände, durch irgendwelche Situationen und kann mich somit nicht mehr auf das fokussieren, was eigentlich ganz toll und ganz gut wäre. Meine lieben Krebse. Und so lasse ich das für den Moment hier stehen. Unten in der Infobox findet ihr den Link zum weiterführenden Reading, wo ich auf all das hier nochmal genauer eingehen möchte. Ich möchte natürlich wissen, na, deine Hauptenergie ist die fünf Münzen, müssen wir mal ganz ehrlich sein. Ich habe das Gefühl, so richtig losgelöst oder gut geht es dir noch nicht. Ne? Wie kommst du dahin? Ich möchte mal so ein bisschen noch auf deine Lernaufgabe eingehen. Ich möchte gerne wissen, was sind diese Konflikte, die dir da gespiegelt werden, die irgendwie dein Selbstbewusstsein oder ne, deine Energie auf jeden Fall beeinflussen. Was ist das und wie kommst du da raus? Und dann will ich natürlich auch wissen, was ist mit diesem König der Stäbe und dem Ast der Kelche und dem Ritter der Kelche? Weil ich irgendwie das Gefühl habe, in dem Moment, in dem du irgendwie diesen Zweifel oder whatever losgelassen hast, oder möglicherweise nur mit Erkennen dieser Lernaufgabe oder mit Erkennen dieser Aufgabe, kannst du schon irgendwie die Energie transformieren und die Energie loslassen. Also eigentlich finde ich dieses Video tatsächlich sehr positiv. Auch wenn es möglicherweise noch mal eine Situation geben könnte, die dir so ein bisschen aufzeigt, wer deine Energie negativ beeinflusst. Meine Lieben. Gut, außerdem findet ihr alle meine Zusatzvideos auch auf meinem Patreon-Channel. Wer nicht weiß, was Patreon ist, auch dazu findet ihr unten in der Infobox alles, was ihr wissen müsst und wie ihr da beitreten könnt. Für diejenigen unter euch, die sich dieses Zusatzvideo nicht anschauen, wenn euch in dieser zweiten Januarhälfte
jemand begegnet, entweder wie gesagt eine bestimmte Person oder einfach das Umfeld oder vielleicht auch ne, zu viele Nachrichten. Und ich meine, wenn man den Fernseher einschaltet und die Nachrichten anguckt, dann ist immer alles negativ. Ich habe das Gefühl, dass der rückläufige Merkur dich auf eine bestimmte Sache oder auf eine bestimmte Situation oder auf eine bestimmte Person aufmerksam machen möchte, die deine Energie auffrisst, die dir Zuversicht nimmt, die dir Angst macht, die dich irgendwie wieder an alte Verletzungen erinnert, die dich verunsichert, ne? Die dich einfach aus dieser Energie rausholt oder verhindert, dass du in diese Energie kommst, ne? Dass du ja das Gefühl hast, auf der Welle des Erfolgs zu sein. Ne? Sextil bist du eine Erfolgsenergie. Mit Erkennen, König der Schwerter, dass das hier der Fall ist, dass diese Person dich ultra negativ beeinflusst oder diese Situation, kannst du auch, ne, die Gedanken in die Tat umsetzen, ist ja die Überschrift zum rückläufigen Merkur. Wenn in dem Moment, wo du das erkennst, kannst du es auch verändern. Kannst du auch sagen, so, bis hier und nicht weiter, ich setze mir hier gesunde Grenzen, ich lasse das nicht mehr an mich ran. Ich habe selber gemerkt, wie mir das und das nicht gut tut, gerade Merkur-Energie, ne? Da geht es um Kommunikation, da geht es um Information. Vielleicht sind es wirklich die Nachrichten oder die Nachbarn, die tratschen oder das Büroumfeld oder ne, das Arbeitsumfeld, wo nur negativ, 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 negativ. Und du kommst abends nach Hause und fühlst dich leer und ausgelaugt und dann denkst du noch drüber nach, ah, der hat mir dieses Problem geschildert und ich denke dann den ganzen Abend über das, was der mir gesagt hat, nach und wäre total schwer und wäre total traurig, obwohl es eigentlich gar nichts mit meinem Leben zu tun hat. Und das ist so ein bisschen die Energie. Du musst das beschützen, du musst dich beschützen. Weil gerade wenn du dir hier, ich sage jetzt mal, eine Partnerschaft wünscht, Liebe wünscht, dann ist es sehr wichtig, in dieser Königinnen der Stäbe-Energie zu sein. Nämlich zu sagen, ja, die Astrologen sagen, 2022 soll so ein tolles Jahr sein. 2022 finden sich ganz viele Seelenpaare. Ab März, wenn der Jupiterjahr beginnt, soll es so viele Chancen geben und so viel Tolles passieren. Ich freue mich darauf. Ich will mich darauf freuen. Ich will da ganz, ganz offen und gut gelaunt daran gehen und daran glauben, dass auch all das für mich passiert. Also was muss ich verändern oder welche Energien muss ich abgrenzen? Weil sie mir diese Energie stehlen. Werd dir dessen bewusst. Und ich habe das Gefühl, es wird dir auch aufgezeigt, ne? Gerade mit dem Ast der Schwerter. Ich habe das Gefühl, du kannst erkennen, wer diese Energiefresser sind. Und in dem Moment, wo du es erkennst, kannst du dich auch davon befreien oder erlösen, dich davor schützen. Meine Lieben. Und so lasse ich das hier stehen. Passt auf passt auf eure Energie auf, meine lieben Krebse. Ich habe das Gefühl, auch ihr habt eine ganz wundervolle Reise vor euch. Auch bei euch sehe ich hier neue Wege, neue Menschen, neue Chancen, ne? Ast der Kelche. Aber ihr müsst irgendwie erkennen, welche Energie da noch im Weg steht, beziehungsweise wessen Energie ihr zu eurem Problem macht. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielleicht bis gleich. Ansonsten hoffentlich bis bald. Tschüss.